Wissen, was wirkt, lautet das Motto der Evaluierungsarbeit der GIZ. Evaluierungen erfassen Wirkungen und zeigen, was funktioniert und was nicht. Dazu führt die GIZ neben der Evaluierung von Programmen und Projekten auch unternehmensstrategische Evaluierungen, kurz USE, durch. Wir evaluieren unsere Projekte, damit wir wissen, ob das, was wir uns vorgenommen haben, am Ende auch eintritt. Und damit nicht nur wir das wissen, veröffentlichen wir auch alle unsere Evaluierungen. So können auch Sie jederzeit nachvollziehen, was rausgekommen ist. Als lernende Organisation nutzen wir unternehmensstrategische Evaluierungen, um unsere Instrumente, unsere Prozesse oder unsere Aufstellung anzupassen und zu optimieren. Der Prozess einer USE wird hier am Beispiel der Evaluierung des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements der GIZ dargestellt. Ja, zum einen geht es natürlich darum, dass wir als Unternehmen uns vornehmen, nicht nur in der Leistungserbringung nachhaltig zu sein, sondern eben tatsächlich das herunterzubrechen auf die Frage, wie müssen wir als Unternehmen uns aufstellen. Dafür bedarf es einerseits, sagen wir mal, der Analyse, was sind die Punkte, an denen wir arbeiten können, andererseits der Diskussion darüber und zum Dritten dann die Begleitung der Umsetzung, damit es tatsächlich auch Stück für Stück in Umsetzung gehen kann. In jeder USE muss das Thema so eingegrenzt werden, dass die Evaluierung mit einem realistischen Aufwand ein möglichst konkretes Ergebnis liefert. Dafür müssen die richtigen Fragen gestellt werden. In dieser USE lag der Fokus auf den internen Strukturen und Prozessen, der nachhaltigen Beschaffung und der nachhaltigen Mobilität. USE sollen auch Rechenschaft ablegen gegenüber den Auftraggebern und der Öffentlichkeit. Die GIZ kooperiert deshalb oft mit unabhängigen externen Gutachtern, die alle notwendigen Daten erheben, eigenständig auswerten und dann Empfehlungen aussprechen. Die Gutachter entwickeln für jede USE eine passende methodische Vorgehensweise. Sie beginnen häufig mit der Auswertung von Dokumenten und beziehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt in Diskussionsrunden und unternehmensweite Befragungen ein. Die GIZ verfolgt das Ziel, dass ambitionierte Nachhaltigkeitskriterien an allen Standorten eingehalten werden. Um zu erkennen, wie gut das gelingt, führten die Gutachter im Rahmen dieser USE Interviews und Workshops an Standorten im In- und Ausland durch. Die USE zeigt, in den Ländern sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement sehr unterschiedlich. Die Zielkonflikte zwischen den Dimensionen soziale Verantwortung, ökologisches Gleichgewicht und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stellen sich jeweils unterschiedlich dar. An den Standorten der GIZ müssen daher sehr spezifische Lösungen für das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement gefunden werden. Beispielsweise muss an einigen Standorten in sauberes Trinkwasser und saubere Luft in den Büros investiert werden. An anderen Standorten sind umweltgerechte Büromaterialien kaum erhältlich. Diese aus Deutschland zu importieren, wäre jedoch nicht wirtschaftlich. So those results not only include the consumption of electricity, water, transportation, but also other factors like social factors, like how much we have done for the employee benefits, what kind of actions we have taken for economic factors and some of the implementation agreement. And of course a major parameter is the sustainable procurement. Nach der Erhebungsphase folgt die systematische Datenauswertung. Dabei sind die Gutachter zum Ergebnis gekommen, dass die GIZ dem Leitbild der Nachhaltigkeit glaubhaft verpflichtet ist. Das zeigt sich auch in den vielen Initiativen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich sehen die Gutachter auch Verbesserungspotenzial und geben entsprechende Handlungsempfehlungen. Zum Beispiel, Reisen in der GIZ soll umweltfreundlicher werden. Der größte Hebel liegt in den Flugreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der CO2-Bilanz des Unternehmens den größten Fußabdruck hinterlassen. Wie geht die GIZ nun mit diesen Empfehlungen um? In einer Management Response fasst das Unternehmen zusammen, welche Empfehlungen in welchem Umfang angenommen werden sollen. Der Strategiekreis der GIZ beschließt dann, zu welchen Empfehlungen ein konkreter Umsetzungsplan erstellt wird. Danach ist aber noch nicht Schluss. Die Stabstelle Evaluierung monitort den Fortschritt in der Umsetzung. Damit stellt die GIZ sicher, dass die Ergebnisse einer USE auch tatsächlich für Verbesserungen genutzt werden. Die Ergebnisse der USE waren für uns im Sustainability Office sehr hilfreich und wir werden die Ergebnisse für unsere Prozesse weiter verwenden, auch im Hinblick auf die Erarbeitung des neuen Nachhaltigkeitsprogramms.
Die USE hat uns auch geholfen, Zielkonflikte zu erkennen und nochmal klar zu haben, dass wir Orientierung schaffen müssen, damit unsere Kollegen und Kolleginnen diese Zielkonflikte auch lösen können. Die GEZ veröffentlicht alle USE und kommuniziert die Ergebnisse über die verschiedenen internen Kanäle. USE helfen der GEZ, interne Prozesse zu verbessern und die Wirksamkeit der Projekte zu steigern. USE helfen der GEZ zu lernen.